Und auch hier wieder. Da wird versucht, das Maximum rauszuholen. Im Schwung. Am besten in einem Schwung alles mitzunehmen. Zu schauen, dass bloß kein Wasser unten auf der Fläche steht. Oder das K.O.-Kriterium einfach eine Ecke beim Einwischen vergessen. Aber bis jetzt sieht das noch alles gut aus. Und man darf als Außenstehender nie vergessen, wenn man direkt davor steht. Da ist es ja gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Hat man wirklich alles mitgenommen? Reicht das für eine neue Bestzeit? Wow, also ohne jetzt Fehler zu berücksichtigt zu haben, wärst du jetzt gerade bei 47 Sekunden. Wäre natürlich eine mega Zeit. Was die Wert ist, sehen wir gleich. Aber so ein bisschen Zeit gucken, ja, ist ja noch dabei. Dafür macht das sehr gewissenhaft. Wir haben vorher festgestellt, es ist wirklich einem gelungen, fehlerfrei zu arbeiten. 1,16 bei dir. Wir gucken uns gleich mal an, wie detailverliebt